Also, jetzt mal ehrlich, das Hobo-Level, das ist. Also, ich find's nice. Aber jetzt hör doch mal auf uns. Was ist denn mit unserer Spielfigur schon wieder los? Moin Leute, Buja, es ist Wochenende und wir kümmern uns mal wieder um ein paar Level aus dem Internet. So, wir sind ready to slot, zocken jetzt ein bisschen Mysterious Island. Sofern es lädt. Und es lädt und es sieht cool aus. Guck mal, so ein splashiger Pirate, was geht ab? Okay, mit dem können wir nicht interagieren. Guck mal, hier so ein paar Piratenflaggen. Okay. Passiert jetzt hier noch irgendwas? Bist du ein Gegner? Nee, du bist auch kein Gegner. Ich trau dem Braten nicht. Hier wird gleich noch irgendwas Korruptes passieren, aber man muss einfach mal sagen, das Level sieht richtig fett aus. Also, ich find's teilweise echt krass. Warte mal, hier passiert tatsächlich nichts. Wow, okay. Entschuldigung? Entschuldigen Sie. Hier ist irgendwas... Hä? Wir sind freaking Superman auf dem Segway. So, jetzt müssen wir nochmal von vorne hier. Okay, kein Problem. Ist denn bei euch irgendwas am Wochenende geplant, Leute? Fliegt ihr in Urlaub? Wollt ihr freaking Basejumpen gehen? Kann ja sein. Vielleicht ist ja einer meiner Zuschauer begeisterter Basejumper. So, warte mal, jetzt fallen wir richtig runter. Coolio. Und scheinbar sind wir auch Hobbytaucher, denn jetzt sind wir auf dem Meeresgrund. Wo ist hier SpongeBob und Patrick? Jetzt könnte ich gerne seine Stimme nachmachen. Das wäre awesome. Okay, press Z. Grab the Turtle? Wie krass ist das denn? Geil. Alter Falter, das ist mal echt fett. Ist jetzt nicht so viel Action-Schmaction hier, aber dafür ist das Level einfach wirklich für Happy Wheels-Verhältnisse ziemlich pornös. Los, du kleine Schildkröte hier, du kleiner Ninja-Turtle. Das machen wir hier ein bisschen. Den, 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 kann ich irgendwie... Okay. Arrow nach oben bedeutet, dass man geradeaus fährt. Under the sea. Hallo, jetzt mach mal ein bisschen Tempo. Wieso greifen wir der Schildkröte eigentlich an seinem Poppes? Was ist da los? Was ist... Und apropos Poppes. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt draufgekommen bin. Ich habe dieses Popos oder so gestern auf Comedy Central das erste Mal gesehen. War ganz lustig. Obwohl immer zwischen den einzelnen Clips nervte dieses Popos. Da kam dann immer so ein Einspieler, immer mega. Keine Ahnung, falls ihr das auch schon gesehen habt, schreibt mir das auch gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich fand's echt ganz lustig. War immer mega erschrocken, weil da ist so ein Typ, irgendwie ein Praktikant bei der Polizei, hinten ins Auto gestiegen und hat so ein paar Witze gerissen. Und hat der eine auf einmal seine Knarre genommen und hat ihn volle Kanne in den Kopf geschossen. Und dann gab's auch diese Gore-Effekte, also dieses, really, war fast wie Happy Wheels. So, genug geredet, wir machen einen kleinen Spikefall. Komm, ein bisschen runterfallen hier. Kriegen wir das hin. First Try, Leute. Okay, so viel zum First Try, aber Second Try. Okay, Third Try. Das, komm, spring einfach! Du Hund. Komm, jetzt aber! Bam! Exit to Menu. Backwards Pogo Jump. Wie machen die das denn? Ah, toll, das ist gar nicht so... Wow! Das ist ja ganz toll. Jetzt ist normalerweise ganz oben der Kram und dann wird es einfach immer niedriger. Das ist jetzt aber auch keine... Wieso vergeben die Leute bei sowas so eine gute Bewertung? Ich verstehe es echt nicht. Also, ich snack das hier, weil ich irgendwie noch so hoffnungsvoll bin, dass jetzt hier noch irgendwas richtig Cooles passiert. Aber das sieht irgendwie nicht so aus. Das sieht... Nein! Ach, komm! Warte. Zur... Ja, perfekt. So ein bisschen Carpador-Technik, a.k.a. Schlangentechnik, a.k.a. Warte mal, GLP hat doch dafür auch irgendein Wort. So, ich möchte kurz... da war ein bisschen gefährlich. Komm schon. Ich will jetzt wenigstens, wenn ich schon so viel Zeit mit diesem Level verplemper, möchte ich jetzt hier zumindest gleich mal den Victory haben. Na komm. Bro. Jawohl. Jetzt müssen wir durch das Glas. Das ist neu. Das habe ich noch nie gesehen. Oh, da vorne ist der Victory. Was schreit er denn da schon wieder? Und... Le Victory und wir sind alle glücklich. Minecraft? Oh, hier ist ein Minecraft, aber für Willy Rex. Das muss auch irgendein YouTuber sein. Ich bin mal gespannt. Okay. Das war wahrscheinlich sein Skin. Hier ist ein Creeper. Wow. Okay, eine Spinne. Die Spinne habe ich nicht ganz verstanden. Verstehe. Wow. Nein. Jawohl.
War ja ganz nett. Und bei mir läuten gerade die Glocken bei der Kirche. Ich wohne ja jetzt in Köln, Kölner Dom. Direkt drin, direkt hier vorne. Nein, Quatsch. Was für ein Quatsch. So, Soda Bottle Run. Oh yeah. Hä? Lean left to get rid of Timmy. Ah, das ist aber nett. Guck mal, das wird ein First Try, Leute. Ich sag's euch. Komm schon. Komm. Perfekt. So, jetzt suchen wir nochmal ein paar spaßige Sachen hier. Was haben wir denn? Happy Ball? Was ist denn Happy Ball? Happy Ball hört sich gut an. Weißt du, schön zum Wochenende irgendwas. Okay. So happy sieht er aber gar nicht aus. Er sieht aus, als hätte er irgendwie Verstopfungen oder so. Also, tut mir leid. Ja, ist ja gut. Der Happy Ball, vor allen Dingen, die freuen sich nicht. Guck mal, Santa Claus, der kriegt gleich auch wieder eine mit, ey. Ach, Santa. Cruisen. Ja, komm. Jetzt nochmal durch das Glas. Welche Herausforderung. Da kann ich ja so einfach mal machen. Was habe ich auf meinem Schreibtisch rumliegen? Aber Mann, ich hab hier so Oreo. Ja, jetzt. Er hat sich verkeilt. Sind wir tot? Wir sind tot. Das Level war so scheiße. Auf gut Deutsch gesagt, war das echt nicht so toll. Machen wir ein bisschen Hobo Village. Ja, ein paar. Hallo, Mr. Obdachlos. Müssen wir hier runter? Dürfen wir hier runter? Nee, das war falsch. Deshalb müssen wir dann noch wieder zurück. Welcome to Hobo Village. Zack. Und jetzt müssen wir einfach nur abspringen. Wow, Alter, ihr freaking Hobos. Nein! Absprung! Ja, das erinnerte mich gerade wirklich mit dem Absprung an Bergsmans Weltklasse. Oh Gott. Weltklasse Absprung dabei bei GDA. Das war schon Klassiker. Warning Hot Road. Nein! Komm. Cannonball! What? Hey! Was ist hier los? Nein, wir hätten noch weiter gemusst, ne? Oh, crabby crab. Jetzt aber komm. Hobo. Ja, ich mag euch nicht, ihr Obdachlosen. So, jetzt geht's hier hoch. What? Das hat beim letzten Mal aber wesentlich besser funktioniert. Oh Gott. Na. Was hast du mit... Also, jetzt mal ehrlich, das Hobo-Level, das ist... Also, ich find's nice, aber... Jetzt hör doch mal auf, was ist denn mit unserer Spielfigur schon wieder los? Das kann nicht wahr sein. Komm schon. Hobo Nummer 2, jetzt lass mich endlich mal in Ruhe. Danke. So, jetzt irgendwie hier den Absprung. Komm, flieg einfach ins Ziel. Flieg ins Ziel! Last try jetzt hier mal. Alter, das ist ja alles hier mehr als verrückt. So, ich jump jetzt hier rüber. Touché. Und spring jetzt. Jawohl, jetzt. Oh, Leute. Und jetzt muss ich wohl hier runter. Jawohl. Und kann ich dann hier irgendwie durch? Nee. Muss ich hier nochmal runter? Da war noch eine freaking unsichtbare Mauer. Okay, das ist jetzt der Last Try. Ey, der kann... Okay, ich habe mich versprochen. Ich wollte sagen. Heute ist aber ein schöner Tag. Und habe dabei aus Versehen Last Try gesagt. So, jetzt der richtige Absprung. No! What? Warte, zweite Chance. Ja, und wie soll ich jetzt hier rüberkommen? Kann mir das mal jemand erklären? Muss ich jetzt 20.000 Mal gegen das Auto fahren? Ach komm, ich will einfach den Freitod. Komm, Bro. Will den Freitod. Es bringt nichts mehr. Okay, wir sind nicht mehr tot, aber ich baue einfach darauf, dass wir jetzt einen Kopfsprung. Körper! Wir haben die Victory! What? War natürlich alles geplant. Kein Problem. Also, Vorsicht, Ironie, Leute, bevor der eine wieder denkt, ich möchte mich in irgendeiner Weise profilieren. Aber awesome! Mehr als awesome. So, da können wir doch gleich ein Moped Race. Also schön auf unserem Moped. Kein Problem für uns. Okay. Wir sind mal wieder. Wir sind mit unserer Lady schön. Schön eine kleine Spritztour. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wir haben den Victory. Unsere Bekannte ist tot. Aber ist ja nicht so schlimm. Denn, wie wir alle wissen, andere Mütter haben auch schöne Frauen. War das nicht irgendwie... Nee, haben schöne Töchter. Nein.
So sind wir natürlich nicht drauf. Wir trauern um die Bekannte. Rest in peace. Wir sind immer ziemlich gemein, weißt du? Uns ist immer egal, ob Timmy stirbt. Uns ist es immer egal, ob die Frau auf unserem Moped stirbt. Ist halt Happy Wheels. Ist halt Happy Wheels. Das Einzige, was zählt, ist der Victory. So, und der Obstacle Course wird uns jetzt hoffentlich einen weiteren Victory bringen. Sieht alles ein First Try, Leute? Was meint ihr? Was? Ich hab das Wort First Try ausgesprochen und dann... Lass mich in Ruhe! Jawohl! Oh, Front Flip. Schaffen wir den Double Front? Oh ja. Das war aber... Das war mehr als eng, aber egal. Exit to Menu. So, was machen wir jetzt? Ein bisschen Harpoon-Run-Shenanigans? Yeah. Das ist kein Harpoon-Run, das ist irgendein... Ach, das ist Crap, ich mag die Level nicht mit dem Rasenmähermann. Don't Move Extreme Bicycle Runner. Was hast du da für uns? Hä, das ist wieder... Das ist doch der ganz normale Happy Wheels-Park, den man schon 20.000 Mal gespielt hat, oder nicht? Also, vielleicht haben die hier irgendwas Neues gemacht, aber ich glaube, das ist... Jacke wie Hose... Lass mich da... Oh, ich weiß gar nicht, ob ich den Park überhaupt irgendwann mal abgeschlossen habe. Hier ist wieder das Kind, was man ein paar Mal schon getötet hat. So, warte mal. Go, 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 go. Wo? Ja, hier. Bam. Kann man die umnatzen? Nee. Wow, und da war irgendein sehr verzweifelter Typ. Oh, yeah. Komm schon. Nein! Genau, dieser korrupte Limonadenstand. Oh. Ja, okay. Timmy kann nicht mehr, keine Limonaden mehr verkaufen. Nach oben, nach oben, nach oben. Vorsichtig. Okay, nochmal kurz zurück. Zack. Und jetzt. Komm, nach vorne. Jawohl, ich bin noch nie so weit gekommen. Nein, Hotdog-Stand, screw you. Nein. Oh. Nein. Tu mir das nicht an. Ey, ich war hier echt noch nie. Ich wusste nicht, dass es hier so weit... Wow, dass es so weit geht. Oder war ich... Nee, hier war ich noch... Ich war noch nie in einem frickin' Restaurant. Vielleicht erweitern die das auch alles immer nur. Nein! Victory 77 Sekunden. Alter Falter. So, surprisingly bad. Okay. Slowly? Nicht slowly. Oh, no! Moment, nochmal kurz zurück. Nee, falsche Richtung. Beine nicht verlieren. Montomene. Zack. Steuerung, haben wir gedrückt. Wunderbar, Ski. Fast, okay. Bro, was versuchst du da? Was macht der denn da? Nee, so kann das nichts werden, Bro. Das sieht mehr als ungesund aus. So, ein paar Dinge Malone hier. Warte, wir springen aber ein bisschen. Huh. Zack. Huh. Warte. Komm. Steuerung. Müssen wir das kaputt machen? Der Victory. Oh, yeah. Was haben wir denn noch? Was haben wir hier? Was ist denn Martai Formiga? Okay. Ach so, irgendein Impossible Level. Kein Problem. First Try, Leute. Okay. Glaubt ihr, ich schaffe das? Schreibt in die Kommentare, ob ihr glaubt, ob ich das packe. Ich würde nicht auf mich wetten. Auf gar keinen Fall. Aber wir brauchen einfach nur ein... Hulilu! No! Der hat nicht so gut funktioniert. Warte. Aber jetzt. Antäuschen! Mine! Okay. Kein Problem. Okay, das war irgendwie... No! Nein! Vielleicht... No, ich will immer... Ich will eigentlich nur so antäuschen. Ey, da kriegen... Warte. Na, Mist! Wow! Chillt doch mal eure Basis, man. Was ist hier los? Du, jetzt komm hier. Nein! Das hätten wir gepackt. Wir hatten beide schon entschärft. Yes! Nein! Moin! Das will ich jetzt aber nochmal machen hier. Ich schwöre dir. Und wenn es das Letzte ist, was ich... Warte! Das machen wir. Das kriegen wir hin. Rüber da. Rüber! Die eine Harpune war da so... Warte!
Komm, runter! Wieso bist du tot? Lass mich doch! Jawohl! Und da ist der Victory. Und damit verabschiede ich mich heute. Verabschiede ich mich für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen kleinen Like da. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende, ob ihr nun Ferien habt oder nicht. Wochenende ist immer ziemlich, ziemlich pornös. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Morgen sind wieder eure Level dran. Und morgen gibt es als erstes ein Best-of und danach dann nochmal eure Level. Also Leute, haut rein. Ciao, ciao.